Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute. Seid ihr auch aufgeregt, was heute wieder passiert wird? Ich auch. Denn man weiß nie, was hier bei Scoom passiert, Leute. Ja, im Livestream, wer dabei war, also keiner, der hat gesehen, dass ich hier Shift und W, da läuft es ja automatisch schon, ne? Und weil ich so weit laufen musste zur nächsten Stadt, das war echt lustig, bin ich mir noch mal eben kurz Tee geholt, habe ich mir noch einen Tee geholt oder so, ne? So, dann war es so wie da jetzt, ne? Und dann war da so ein Busch halt, ne? Und als ich wiederkomme, ist er dann dagegen gelaufen. Und in dem Busch stand tatsächlich dieses Motorrad hier, ne? Und dann lief er da so dagegen. Ich dachte, ey, das gibt's ja gar nicht, Alter. Aber ich war ja die ganze Zeit auf der Suche nach einem Auto oder Fahrzeug allgemein halt, ne? Ja, und das hatte tatsächlich ein Spieler da versteckt. Und das Lustige war, er hatte kein Schloss reingemacht. So konnte ich das denn jetzt mopsen. Also, Leute, wer das jetzt wieder erkennt, sorry, ne? Aber so ist Scoom. Mein erstes Fahrzeug, was ich gefunden habe, ist tatsächlich geklaut, Leute. Na, da war so ein kleiner Akku drinne. Ja, der war da drinne. Den habe ich auch schon benutzt zum Aufladen hier. Und ich habe mir natürlich schnell ein Schloss gemacht und da reingebäppelt, ne? So, und seitdem bin ich tatsächlich unterwegs mit dem Motorrad, Leute. Es war gerade Server-Reboot, wir haben genau 12 Uhr, ich mache mir gerade, ja, noch eine Pizza. Da hinten läuft schon jemand, warte mal, wir gucken mal, wer das ist. Da müsst ihr Show-Namensplatte eingeben und dann auf True, bam. Mr. Tauli. Mahlzeit. Na, alles klar. Jungs, Sternchen innen. Wir wollen tanken fahren, tatsächlich. Ey, ja, ich bin Fahranfänger, Mann. Der wirkt immer ganz oft ab. Ich muss mal kurz koordinieren, wo muss ich jetzt lang? Süden. Wir fahren einfach Süden jetzt. Ich muss hier raus, Leute. Dann mache ich auch mal die Namen wieder aus jetzt, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt gleich hier rausfahre, dann macht das keinen Sinn, sonst vergesse ich das wieder und dann sehe ich halt die Gegner oder so, ne? Pünktchen ist da, Tauli ist da. Tauli haben wir gerade gesehen. Alle cool und frisch hier im Eisland. Mal kurz gucken, wo hätte ich Safe Zone auf? Okay, das dauert noch ein bisschen. Ja, das Ding bei dieser Karte ist halt im Grunde genommen, ihr seht selbst. Dass jetzt keine Tankstelle oder sowas drin ist. Und deswegen müssen wir rausfahren. Außerdem sind die Verbindungen teilweise schwierig halt, ne? Ja, weil das ist ja, es ist ja alles hier im Berg und sowas, ne? Es ist überall hier im Berg. Und deswegen kann man da nicht mal eben kurz so schön durchfahren oder so, ne? Guck mal, hier oben ist eine Tankstelle. Ich könnte einfach so jetzt fahren, aber das geht nicht. Du musst ewig weit hier so da außen ganz rum irgendwie oder ganz hier außen rum. Guck dir mal die Kackstraße da an. Das ist so gezackelt, weil das halt ein Berg ist. Das geht so hoch. Deswegen geht das immer, ihr kennt das ja selber von was weiß ich, welchen Ländern, wo man da halt Berge hochfahren muss oder runter, ne? Deswegen, ich fahre jetzt einfach hier lang. Das sieht irgendwie nicht so ganz so doll schnörkelig aus und versucht dann in das normale Flachland wiederzukommen, weil das ist halt der Nachteil an diesen Bergen, ne? Man kommt da schwer hin und kommt da auch wieder schwer raus, würde ich einfach mal behaupten, ne? Und die Wege sind auch ziemlich lang. Ihr seht das selber hier. Ja, da kannst du nicht mal eben kurz eine Abkürzung nehmen. Also das ist immer mit ziemlich Aufwand und problembehaftet, ne? So, deswegen, also wollte ich eigentlich jetzt meine Base hier irgendwie im gelben Bereich mal aufbauen. Da hätte ich vielleicht Lust zu. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht der Baumensch. Ne? Muss ich mal gucken, ob ich da Leute finde, die für mich irgendwie so eine kleine Hütte bauen. Oder ich muss mal gucken, was da überhaupt ist hier. Was das jetzt hier. Da waren wir, glaube ich, schon mal in der Stadt. Naja, das ist eine PvP-Stadt, also muss man aufpassen. Also Event-Stadt, ne? Vielleicht hier ist der Campingplatz, Leute. Vielleicht ziehe ich da hin. Ich glaube, das hier ist eine Tankstelle. Sein, ne, oder? Ich bin mir unsicher. Ja, ich glaube, oh, das ist eine Tankstelle. Dass ich dann hier quasi im Grunde genommen hier irgendwo. Ja, also hier ist ja keine Bauverbotszone, ne? Also da in diesen Campingplatz könnte man vielleicht einziehen, ich weiß es nicht. Aber der wird dann halt alle 14 Tage lang zerfetzt halt, ne? Jetzt ist es auch noch dunkel oder was? Kiefernadeltee. Ich habe da den Rest reingeschüttet. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Das schmeckt nicht so gut. Und irgendwie
Die letzte Sendung, die dieses Paket hier, das war wirklich nicht so gut. Also ich glaube, ja, da ist irgendwie ein bisschen an der Qualität was verschlechtert worden. Deswegen kaufe ich den auch nicht wieder. So. Also das ist schon der teuerste Anbieter gewesen, den ich da gekauft habe. Ja, ja, der hat der Bio-Siegel halt verloren und dann hat er die Tüte oben so ein Gummiding, dass du es zumachen kannst, ne? Und das haben sie auch nicht mehr jetzt und also das ist. Und der Geschmack ist jetzt auch nicht mehr so wie vorher. Vorher war besser, muss ich sagen. Also, weg damit. Raus mit die Viecher. Bäh. Schmeckt gar nicht mal so gut. Hier können wir ein bisschen Abkürzung nehmen. Aber die Leitplanken, die stören uns manchmal auch direkt. Ja. Ja, ich glaube, die ersten Leute haben schon voll die fetten Häuser hier gebaut, ne? Ich habe noch gar nichts. Eine Feuerstelle habe ich mir gemacht. Aber wer im Livestream dabei war, der weiß, wo ich wohne. Also keiner. Oh, ich muss ja aufpassen hier, ne, oder? Leute, ich fahre hier wie ein Irrer. Ich krieg doch Schaden, Mann. Bin ich deppert? Ja, das kommt deswegen, weil ich zu lange in der PvE-Zone war, ne? Eigentlich wollte ich ja nicht mehr in der PvE-Zone. Damit ich mir das wieder angewöhne, vorsichtiger zu spielen, Leute. Man gewöhnt sich das tatsächlich ab. Minalo? Habt ihr Bock auf ein Öl? Nee, wir haben zu tun. Für Event ist noch zu früh. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt mit dem Sprit noch hinkommen. Gucken wir mal, das ist dort. Also, wo ist denn hier eine Tankstelle? Lass mal kurz koordinieren. Ja, wir können ja irgendwie. Also, ich glaube, hier ist kürzer, ne? Ja, da, der kommt ja direkt dazu. Also, muss ich jetzt irgendwie nach Süd und Westen oder so? Wo ist das hier? Da, dann fahren wir da rechts lang, ne? Ja, toll. Habe ich irgendwie. Habe ich da noch ein Reparierding? Nee, shit. Gucken, wie weit der rollt, wa? Stealth Mode. Ne, die. Du die. Du die, du die, du die, du die. Ui. Ja, of course. Ja, sieht gut aus. Abkürzung mache ich jetzt hier nicht. Also, wie gesagt, wir können da in der Luft fliegen. Das ist langsam gefährlich hier. Der brennt ja schon fast mein Mofa. Und ich wäre ja dämlich, wenn ich hier mit Absicht jetzt irgendwie. Das verschrotte, wisst ihr? Sag mal, gehen die Bremse eigentlich, wenn ich roll? Geht die Elektronik? Ja, er hat gebremst, okay. Ja, ist auch geil, ne? So Stealth-Mode, oder? Schade, dass ich hier nicht ballern kann jetzt vom Mofa. Also, dass meine. Dass er das Gewehr da nicht auflegen kann oder so. Auf den Lenker. Das ist ganz schön schnell, ne? 55, 60, rotzt er hier runter. Ja, spart Benzin, Leute, ihr seht selbst. Oh, jetzt habe ich schon richtig Hunger. Ja, ich mache eine Standardpizza. Standard heißt bei mir nichts Besonderes, Leute. Ich mache da Paprika rauf, ich mache da Tomatenscheiben rauf. Ja, das war's. Und dann Mozzarella-Käse oben drauf. Unten der ist Dinkelteig. Und dazwischen natürlich so Tomatensauce irgendwie. Aus der Dose da balle ich das da mal rauf. Weiß ja auch nicht. Na komm, wir brauchen noch ein bisschen Schräge hier. Bin ich auf Kurs? Ja, komm. Hier geht's wieder ein bisschen styly. 209 Punkte habe ich schon, Leute. Nicht neidisch sein. Ja, wenn ich im Livestream spiele, habe ich ein bisschen mehr Zeit zu daddeln. Das ist ja das Tolle an Twitch, Leute. Bei YouTube hier habe ich ja nur 30 Minuten maximal. Ja, weil ich länger Videos mache, das interessiert. Das guckt doch eh kein Schwein, seid mal ehrlich. Ey, hier hat Rain doch gewohnt. Rain, wo bist du, Mann? Bist du noch nicht auf dem Server? Minu, ich habe Minu auch noch nicht gesehen. Minu, wir haben eine neue Runde gestartet, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Ich würde langsam anfangen. Das bist du wieder Letzter und hast keine Sniper und so. Ja. Oh, jetzt kriegt er Schwung hier, Junge. Ja, geil, wa? Macht Bock. Stealth Mode. Berg einfach runterrollen. Warum nicht? Ich wette, das habt ihr noch nicht gemacht, oder? Ja, Freunde, hier gibt es immer Innovation und Inspiration auf meinem Channel. Also auf jeden Fall auf diesen Follower- oder Abonnier-Button-Klicken. Jetzt muss ich, glaube ich, die Möhre anschmeißen, oder? Jetzt müsste hier aber irgendwo eine Tankstelle sein. Nee, die ist ja ganz daneben. Wir sind in der Stadt. Falscher Fehler. Ups. Okay, machen wir die Möhre an. Wir müssen nach links. Also das ist jetzt die Tankstelle bei dem Flugbahnhof, ne? Ich habe echt Hunger, Mann. Ja, dann kaufe ich immer einen, weiß ich nicht, was ich machen soll. Und dann ja, stehst du da vor den Paprika und vor den Tomaten da. Ja, dann machst du wieder Pizza. Eigentlich habe ich die oft genug gegessen. Aber ich weiß im Moment nicht, was ich mir machen kann, Leute. Und diese
diese Fertignahrung da in der Tiefkühltruhe und diese Packung, irgendwann hast du die auch alle durch und bist dann auch davon genervt, ne? Also wir fahren maximal 63, das ist ja schön. Deswegen nenne ich das auch nicht Motorrad, sondern Mofa. Ist halt so. Wir haben halt keinen Skill, aber das kommt, Leute. Bleibt mal ganz entspannt. Ja. Ach so, dem einen oder anderen ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir die Slots erhöht haben. Ich habe die auf 60 hochgebrettert, ne? Also wenn ihr ein großer Squad seid oder sowas, ihr könnt hier alle raufkommen. Wir haben jetzt genug Slots, Leute. Wir haben Slots für alle da. Ja. Ich habe für euch keine Kosten und Mühen gescheut, Leute. Ihr liegt mir wirklich am Herzen. Ja, weil es ist in meinem Interesse, dass hier viele Leute drauf sind, weil wir brauchen viele Opfer. wie gesagt, ich habe gestern im Livestream die ganze Zeit bin ich gelaufen hier und der Server 50-50 war, also war proppe voll, ne? Später sogar halt natürlich 60, also 60-60. Aber davor halt schon, es habe ich, also ich habe keinen Spieler gefunden, Alter. Ich bin durch hier drei Sektoren gelaufen, ich habe keinen Spieler gesehen, ne? Man fühlt sich, obwohl der Server voll ist, fühlt man sich immer teilweise alleine, Leute. Ja. Weil die Map so groß ist halt, ne? Na, jetzt haben wir halt 60. Und dann habe ich später dann Spieler gefunden in der Eiszone, wo ich gerade angefangen habe zu spielen. Also in der Safe-Zone. Da habe ich ein paar Spieler dann gefunden, das erste Mal halt, ne? Ich habe auch noch kein Auto hier langfahren sehen oder hören oder so. Also ich fühle mich hier wie der erste Typ, der ein Fahrzeug hat, so. Aber das kann nicht sein. Weil ich spiele gar nicht so viel wie die anderen. Und die anderen haben sicherlich schon drei Autos oder sowas. Ja, hier wurde getankt. Ihr seht das selber. Da fehlen 2,5 Dinger hier. Du musst aufpassen, Junge. Aufpassen. So, das ist schon fertig. Guck an. Ersatztank habe ich ja noch nicht dabei. Na, mach an die Möhre. So, jetzt müssen wir theoretisch reparieren, das Ding. Na. Wir können ja durch den, zu den Flugbahnhof fahren, aber ich weiß nicht, wenn da gerade getankt worden ist, Leute. Wie viel haben wir denn drauf? Oh, 30 Dinger. 30 Leute hier, Alter. 30 Dinger. 30 Leute. Das ist scheiße. Also ich finde es natürlich gut, dass um mittags, werktags, Leute, wir haben in der Woche, dass mittags 30 Leute spielen. Aber das Problem ist halt, naja, kriegen die mich hier, ich muss ja einfach nur geradeaus fahren irgendwie, ne? Um in diese Zone zu kommen, Leute. Ich muss ja nur geradeaus fahren. Theoretisch. Aber da gibt's nichts zum Looten, ne? Das ist voll langweilig. Ja, das ist wahrscheinlich extra so von Craigie ausgewählt worden. Ja, dass man da langweilige Orte hat. Eben, also damit du ein bisschen gezwungen bist, als PvEler rauszugehen. Also würde ich mal, keine Ahnung, vermuten jetzt, ne? Außer da unten jetzt die Ecke, da kannst du ein bisschen mehr looten. Und hier oben ist auch ein bisschen, naja, langweilig, also. Aber ist halt so, das ist mit vor dem Hintergrund, dass man halt hier und da musst du ein bisschen manchmal raus, um vernünftigen Loot zu kommen, ne? Und da unten habt ihr dann ein bisschen mehr, sage ich mal, ne? Ja, muss man sehen. Könnt ihr euch ja aussuchen, wo ihr hinzieht halt, ne? Na? Mach doch an, du Hund. Ob meine Klimaanlage läuft. Sonst krieg ich gleich wieder Kommentare. Dein Mikrofon ist kaputt. Also ich wollte eigentlich hier zur Werkstatt fahren, aber ich habe jetzt Angst. Ich hab jetzt ein bisschen Bammel. Dass da irgendjemand ist, wisst ihr? Achso, die Mechs sind ja auch da, ne? Na, da kann ich doch nicht hinfahren. Scheiß Roboter sind ja auch da. Ne, das macht keinen Bock. Das mach ich nicht mit. Das mach ich nicht mit, Leute. Ne. Also das sehe ich nicht ein. Dafür ist mir meine... Die Sachen, die ich gefunden habe, die sind mir zu wertvoll, Leute. Ich habe sonst nichts. Ja, ich habe alles das dabei, was ich habe. Leider sind die Mofas immer noch so laut, ne? Also bei mir dröhnt das auf dem Kopfhörer. Ich hoffe, mein Video ist das nicht zu stören. Ups. Vielleicht können wir hier einen wegsnipern. Da ist die... Da ist meine Garage, wo ich eigentlich hin wollte, ne? Lass mal sehen. Mal kurz hier ein bisschen checken. Ohren aufstellen. Also das Gute ist ja an den Robotern, die verraten manchmal andere Spieler, ist ja klar. Aber sie verraten dich halt auch. Bis jetzt mault hier keiner.
da, liebe Leute, dort könnte ein Reparaturkoffer drin sein. Aber ich weiß nicht, das kann sein, dass die mich platt hauen, ne? Das ist halt das Problem. So, wir machen erstmal Pipi, Popo, check. Alles im grünen Bereich. Ja, da links vielleicht, glaube ich, auch noch einer, ne? Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Also, ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Also, wenn es andere Gegner wären, die schwer sind, kein Problem. Aber diese Gegnerart, die mag ich nicht. Also, wie gesagt, wenn man die... Ja, da läuft noch einer. Nee, kein Bock, ey, das ist mir zu blöd. Ja, die drehen sich um, Kopfschuss tot und dann hast du wieder den... Kann ich wieder eine Stunde laufen hier? Vergiss es, Leute. Ja, wenn das Gegner wären, die du mal so wie die Zombies so zerfetzen kannst, das würde ich feiern, hätte ich Bock zu. Aber sowas hier, das ist eine Sauerei. Das macht keinen Spaß. Schwachsinnige Dinger. Was haben die sich denn dabei einfallen lassen, sowas da reinzumachen? Vor allen Dingen, guck mal, wie extrem die sind, Alter. Ich meine, das ist ein Flughafen. Das ist viel zu viel. Da haben sie absolut übertrieben mit den Dingern. Auf den Flughafen hätten zwei gereicht, Leute. Weil die übertrieben sind. Ja? Weil die gucken ja auch sehr weit und so. Also, naja, ist egal. Ich will mich jetzt nicht jedes Mal über die Max wieder aufregen. Aber du meinst, was ich weiß. So, komm, gib Gas. Ich will noch eine gelbe Zone. Mit 60 km/h voll langsam, ey. Wir sind voll das Opfer eigentlich, ne? Aber andere Spieler wahrscheinlich auch. Man munkelt. Ja, dann muss ich noch mal kurz was ansprechen. Jetzt mache ich aber dieses blöde Motorradgeräusch aus, Leute. Das stört mich nämlich direkt. Ach, hier, guck mal, da ist der Stein. Ich hatte da schon mal ein Schilding gemacht, weil man da immer voll gegengeknallt ist. Weil man hier so lang gerast ist, ne? Oh, ich muss aufpassen. So, jetzt können wir natürlich keinen Gegner hören, aber das ist ganz entspannt. Ihr sollt ja meine entzückliche Stimme hören und euch dran gewöhnen, eure Synapsen massieren zu lassen. ASMR hier, Baskum. Gleich hole ich die Fleischpeitsche raus und auf den Tisch. Und wie findet ihr das Geräusch? Nein, aber ernst jetzt. Es wurde mir zugetragen, dass Leute das nicht gut finden, wenn sie eine Donation machen. Ne? Ich muss das Thema nochmal ansprechen. Dass sich dieser Spendenbalken bei mir im Stream irgendwie nicht erhöht hat. Ne? Ja, das kommt immer darauf an, wo ihr spendet, Leute. Es ist doch logisch, dass wenn ihr anonym spendet, ne, dass es dann da irgendwo nicht auftaucht. Deswegen ist das ja anonym. Weil ihr glaubt es nicht, aber es ist leider so, dass... Oder was heißt leider? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Dass Leute sich vielleicht unwohl fühlen, wenn andere sehen, dass die hier spenden. Und das finde ich eigentlich... Also das finde ich eigentlich nicht gut. Das ist ja so, als ob man einen Ruf hat, ne, einen schlechten Ruf. Und einige trauen sich dann nicht zu spenden, weil die anderen, die sehen das dann so. Ne? Also wenn das so in der Form ist, würde ich das echt ätzend finden, sage ich mal auf Deutsch. Weil hier muss sich keiner irgendwie doof vorkommen oder schämen oder sowas, wenn er das Projekt hier supportet. Ne? Also wirklich. Aber wenn das halt nicht so ist, es gibt immer Leute, die spenden vielleicht ein bisschen mehr und dann andere sind vielleicht sauer, dass sie dann so viel spenden oder ich weiß nicht, es gibt unzählige Gründe, warum man anonym spendet. Ich habe deswegen ja den Link reingemacht, anonym spenden und nicht anonym spenden. So, wenn du jetzt anonym spendest, dann tauchst du natürlich nicht bei mir in den Twitch-Kanal auf, Leute. Und dann geht der Balken auch nicht höher, da, der bleibt dann da stehen, ne, weil mich da, ich wurde angeschrieben, wieso der Balken denn nicht sich erhöht hat. Ich sage ja, dann hast du nicht auf die öffentliche Spende gedrückt, sondern eine anonyme. Und die anonyme ist dafür da, dass sie anonym bleibt. Ist doch ganz einfach. Ja? Also ich habe das den Leuten jetzt zuliebe jetzt so eingetragen in diesen Spendenbalken, weil die wollten, dass das da denn mit zugefügt wird. Ne? Aber wie gesagt, ihr könnt die ganze Zeit natürlich, wenn das da in diesen Spendenbalken aufgelistet sein soll, dann müsst ihr auf diesen Alert-Dings drücken. Wenn ich jetzt nicht streame, dann könnt ihr da trotzdem spenden auf diesen Alert. Dann kommt ja kein Alert dem Moment, sondern da kommt halt die Spende. Aber ich glaube, der Balken registriert das denn, selbst wenn ich offline bin. Also das müssen wir nochmal probieren, mit anderen Worten. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, wenn ich offline bin. Aber müsste ja eigentlich so sein. Man kann ja trotzdem diesen Link denn benutzen, ne? Hm.
Ja, aber wie gesagt, abends streame ich sowieso die meiste Zeit, ne? Und ich denke mal, die Leute freuen sich doch, wenn da welche, der ein oder andere denn da ist und dann eben eine Spende raushaut, dass wir den Server bezahlen können zum Beispiel, ne? Ich muss aber auch ehrlich sagen, natürlich muss ich oder ich bin bemüht, natürlich mehr Einnahmen zu generieren, als nur der Server kostet. Das sage ich die ganze Zeit offen und ehrlich zu euch, Leute. Ich habe die IP-Schmiede registriert als Gewerbebetrieb. Und ein Gewerbebetrieb, da bist du quasi Unternehmer oder wie auch immer, oder Selbstständiger, ist ja egal, wie man das so sieht. Du musst dann, dein Gewerbebetrieb muss dann halt Gewinn haben. Wenn ich jetzt genauso viel einnehme, wie der Server kostet, dann hast du keinen Gewinn. Und deine Firma ist, also in Anführungsstrichen Firma, das läuft halt so rechtlich so gesehen. Ne? Auch wenn ich hier kein Konzern bin, ich bin ja hier alleine. Ne? Aber man muss in Deutschland, das muss man irgendwie so doof halt anmelden, dass du dann da irgendwie eine Selbstständigkeit machst. Ab den ersten Cent, das hat nichts mit viel Geld zu tun, das hat ab den ersten Cent was zu tun. Ne? So, und dann brauchst du so eine Gewinnerzielungsabsicht, heißt das irgendwie, dass du halt, dass das Finanzamt sieht, ja, dieser Betrieb, was auch immer du da machst, ne, dass du Gewinn damit machst, dass du nicht pleite gehst, dass du nicht dein Privatgeld da reinpfefferst. Nun ist das so gewesen, Leute, das habe ich Cracky auch schon gezeigt, dass das Finanzamt gesagt hat, ich investiere zu viel für diesen Channel, ich investiere zu viel für diese ganzen Sachen hier. Na, ob ihr es glaubt oder nicht, aber das ist so. Ich investiere zu viel. Ich kriege zwar ein bisschen was, klar, aber das reicht locker noch nicht aus, um irgendwie zu sagen, dass ich Gewinn habe, richtig Gewinn habe. Und dadurch kann das Finanzamt sehen, du hast eine Gewinnerzielungsabsicht. Und dann wirst du wieder gefördert und sowas, weil ich werde nicht gefördert. Ich werde komplett gesperrt und runtergehalten, Leute. Die haben mir alles genommen. Und ich kämpfe die ganze Zeit dafür, damit die mich einfach anerkennen, dass das wieder so, dass ich wieder, ja, vernünftig da angesehen werde, ohne dass die immer alles zurückhalten. Also es ist tatsächlich so, ich sollte vom Finanzamt auch ein bisschen was zurückkriegen und die haben alles gesperrt, also ich habe gar nichts gekriegt. Bis jetzt musste ich immer nur draufzahlen. Also das merkt man schon, ne? Und die schreiben in jeder Einkommensteuer, die ich halt jedes Jahr abgeben muss, da muss ich immer angeben, was der Gewerbebetrieb, also mein YouTube und mein Twitch, das ist alles zusammen, ne? Was ich da, die kompletten Einnahmen, jede Spende, jede Mitgliedschaft, jeder Sub und sowas, das musst du da angeben. Also es ist Business, Leute. Es ist einfach Business. Es ist hier nicht Privatspielen oder sowas. Ne? Das muss man nochmal dazu sagen. Auch wenn ich immer so rüberkomme wie so ein Privat. Oder die meisten kommen ja so rüber. Ne? Deswegen mag man uns oder die YouTuber oder Streamer ja auch eigentlich, weil das sind ja normalerweise Leute wie du und ich. Aber im Hintergrund ist halt immer irgendwo Business. Das ist einfach so, weil du gesetzlich dazu verpflichtet bist. Ne? Bei den einen läuft es besser, bei den anderen schlechter. Also bei mir schlechter. Weil früher hatten die das irgendwie ein bisschen einfacher. Heute gibt es ja so viel YouTuber und so viel Streamer. Da gehst du in der Masse halt unter und dann ist das schwierig. Muss ich aber trotzdem anmelden halt, ne? Und das ist halt dieses Blöde, was ich in Deutschland so doof finde. Viele Streamer und YouTuber, die sind ja auch ausgewandert, deswegen, weil in anderen Ländern sieht das ganz anders aus wie hier. Ja, Leute, sorry, ich will euch nicht voll quatschen, aber wir fahren das sowieso jetzt die ganze Zeit hier. Und ich muss mir dann, wenn sowieso nichts kommt jetzt hier, muss ich mir mal irgendein Thema einfallen lassen, um euch einigermaßen zu unterhalten. Ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen. Und für den einen oder anderen. Ich denke mal, diese Transparenz, die ich versuche, euch zu zeigen, ne? Weil ich möchte nicht, dass die Leute denken, ich verarsche die hier irgendwie oder sowas, ne? Wenn der Server 250 kostet, wieso macht LP denn einen Spendenbalken rein von 300 Euro? Ja, ich habe das immer versucht zu erklären. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt mir die einfach bei Discord oder im Stream. Das ist ja gar kein Problem. Ich sage euch, warum das immer so ist. Weil jede Spende, auch wenn du 50 Euro zum Beispiel überweist oder spendest, da kommt ja nicht der volle Wert bei mir an. Egal, was du machst, ob YouTube, Twitch oder wie auch immer, ne? Da wird meistens immer noch was abgezogen. Und wenn es nicht nur Steuern sind oder Transaktionsgebühren oder halt diese, ja, Twitch und YouTube, also diese Plattformen, wo drauf du irgendwas machst, die verdienen auch. Alle verdienen da dran. Und wenn das da einmal durchgelaufen ist, den Rest bekommst du dann als Creator quasi. Ne? Bei mir als Anfänger ist das halt wenig. Das ist, weil ich keinen guten Vertrag irgendwie habe oder sowas. Das kriegst du erst, wenn du Twitch-Partner zum Beispiel bist. Bin ich nicht. Ich bin ja nur so ein Affiliate oder wie das heißt. So ein kleiner Affi. Da war ich schon nach 3 Tagen, das fand ich ganz gut, aber jetzt Stillstand. Also, Twitch-Partner kannst du im Moment, das kannst du vergessen. Dafür sind wir zu wenig Leute. Ich finde das so traurig, aber es ist einfach so. Ich habe mir das anders vorgestellt. Aber es ist halt so, wir lernen ja dadurch. Wir lernen durch Schmerz. Ne? Wichtig ist nur, dass man nicht aufgibt. So, ich muss mal kurz gucken, wo ist die Zone? Ach, wir sind ja schon lange drinnen, Leute, ihr seht selbst. Ja, und deswegen muss ich halt also 300 generieren, damit ich dann tatsächlich 250 bezahlen kann, weil da geht ja unheimlich viel weg.
Also versteht ihr das jetzt? Ich will hier nicht irgendwelche Leute abzocken. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann könnt ihr unsere Admins fragen. Cracky und so, der zeigt euch das. Der hat sogar Bilder gepostet von unseren Rechnungen und sowas, ne? Ich habe jetzt von 50 Slots auf 60 erhöht. Das heißt, die Rechnung im Monat wird noch mal teurer. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Bei 90 € im Monat oder sowas. Muss ich selber mal gucken. Ich habe das jetzt gemacht, weil die Leute waren schon wieder nervös. Abends im Livestream, ne? 50-50 die ganze Zeit. Und dann beschweren sich die einen oder anderen. Und ich will ja auch, dass hier viel los ist. Ne? Ich habe die ganze Zeit gespielt. Es waren 50-50 die ganze Zeit. Ich habe kein Schwein gesehen, Alter. Und ich denke mir, okay, jetzt machst du auf 60, damit die Wahrscheinlichkeit noch höher wird, dass du jemanden siehst. Das war eigentlich der Hintergrund, ne? Damit die Leute wirklich hier, auch neue Leute dazukommen und keine Angst haben müssen, nicht bei uns spielen zu können oder sowas, ne? Das war jetzt der Hintergrund. Ich hoffe, ihr freut euch über die 60 Slots. Wenn es nach mir ginge, ich würde die gerne behalten, also erhalten oder behalten. Jetzt will ich aber den Server halt für 3 Monate bezahlen, deswegen 300 €. Ich will den Server im Voraus ab 1.8. jetzt für 3 Monate bezahlen. Das ist der Hintergrund, damit ich nicht ständig nachfragen muss. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, dass ihr uns denn da einfach mal unterstützt. Bei uns in Discord gibt es da sämtliche Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben das oft genug aufgezeigt und euch ja, die Wege da aufgezeigt, wo man da wie, ne, auch wenn du kein PayPal hast oder sowas, kannst du uns trotzdem supporten. Da gibt es immer Möglichkeiten. Ich habe das da alles reingefügt in diesen Channels. Server unterstützen heißt der Channel. Und dann lübt das auch. Ne? Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass der Balken da sich auch irgendwie bewegt, da müsst ihr diesen Alert halt benutzen. Wie gesagt, ne, da müsst ihr dann nicht verwundert sein, wenn da auf einmal eure Spende dann nicht aufzählt, wenn ihr hintenrum andere Kanäle benutzt. Das sind ja andere Konten bei mir, versteht ihr? Das läuft nicht zusammen oder sowas. Die YouTube-Mitgliedschaften, die laufen auch nicht in meinen Spendenbalken rein. Meine Twitch-Subs oder sowas, die laufen auch nicht in meinen Donation-Balken rein. Also das ist alles ja getrennt. Aber wichtig ist doch, Leute, dass ihr in dem Moment, wenn ihr was spendet, egal welchen Weg ihr nehmt, ob anonym, Alert oder YouTube oder Twitch oder was weiß ich was, da habt ihr euch doch Gedanken gemacht, ne, da wollt ihr doch dieses Projekt, also mich, supporten. Mit meinem Server, vielleicht mit meinen Videos, vielleicht mit meinen Livestreams. Scheißegal, warum ihr mich supporten wollt, aber ihr macht das dann doch. Dann ist es doch scheißegal, ob das da liegt oder da angezeigt wird oder nicht angezeigt wird. Versteht ihr, wie ich meine? Ihr habt das doch in dem Moment freiwillig getan, um mich zu unterstützen. Und das habt ihr. Ob der Balken da jetzt weitergeht oder nicht, hat damit gar nichts zu tun. Versteht ihr? Also ihr habt dafür gesorgt, dass der Kanal hier weiter bestehen bleibt. So müsst ihr das halt euch vorstellen, ne? So, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Wir sind ja hier in der gelben Zone, Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, was da jetzt aufgeploppt ist. Ich muss das nochmal eben kurz testen. Wir fahren jetzt nochmal eben kurz aus der Zone raus. Oh, die Folge ist schon wieder voll, Leute. Das gibt's doch nicht. Habe ich schon wieder so viel gequatscht hier, oder was? Ich fahr nochmal eben raus. Ich will mal gucken, was da oben stand. Wenn man hier reinfährt. Ist das hier... Wie heißt diese Zone? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss mal kurz gucken. So, jetzt müsst ihr gleich kommen, you have left. Oben rechts. Oben rechts. Wo ist es? Na, komm ran. Oh, hier, guck mal, hier hat Wolfi. Wolfi hat da gewohnt, das erste Mal. You have left the zone, okay. Wolfi, weißt du das nach deiner Hütte? Jasmin, ne, ist unser Wolfi. Und der hatte dann die ganze Zeit immer auf dem Dach gelegen. Und da habe ich gedacht, hä, was war der denn da? Der sonnt sich die ganze Zeit. Der hat sich immer gesonnt, ne, das war lustig. Und so haben wir halt Jasmin kennengelernt. Und dann war er der erste Handelsposten bei uns auf dem Server. Es gab ja früher keine Trader und gar nichts, ne. Und Wolfi, also unsere Jasmin, der hatte dann... es ist ein Handel gemacht. You have Purgezone. Okay, das Ding heißt Purgezone. Diese Purgezone ist das Besondere, dass da Leute sein können, die eine Burg bauen und einfach testen wollen, kann ich die Leute abwehren? Also ich finde die Idee von Cracky wirklich klasse, Leute. Diese Purge-Zone heißt es ja, die finde ich richtig geil. Ich hatte aber ein Problem damit, mit der Purge-Zone in diesen grünen Bereichen, wisst ihr? Weil das war eine, fand ich scheiße. Ich will nicht, dass die Leute zu irgendwas gezwungen werden. Verdammt ich nochmal. Das hier ist jetzt aber Cracky sein Konzept. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich werde auch nicht mein Admin benutzen oder sonst was, Leute. Ihr werdet mich hier nicht sehen mit Admin. Ich mache keine Autos, ich mache keine Waffen, ich mache keine Ausrüstung. Ich bin total am Arsch in dieser Welt, weil ich das Cracky so gönnen will. Ich will ihm zeigen, ich schaffe das auch ohne Admin oder sowas. Ich will wieder das Original-Scum spielen, so wie es früher einfach war. Na, und diese Angewohnheiten, dass ich mir immer ein Auto mache und so, oder dass ich hier irgendwie, ja, was weiß ich, die Leuten hier ein Flugzeug spawnen oder sowas, das ist jetzt aus die Maus, das werde ich jetzt nicht mehr tun. Also in dieser Runde jetzt hier, aber ab 08 weiß ich nicht, was dann passiert, dann übernehme ich wieder das Ruder, ne? Aber hier jetzt in der Form, ich versuche es wirklich, Leute, ich gebe mir Mühe. Wenn ihr sehen wollt, ob ich das schaffe, ihr könnt mich da auf jeden Fall unterstützen, auch abends im Livestream, wir sehen uns dann morgen schon wieder, wenn ihr Bock habt, und dann bis dann.